Eine etwas anspruchsvollere Methode gegen Juckreiz ist Verhaltenstherapie. Das kann man auch alleine ausprobieren. Hierbei wird die Kratzhandlung mit einer weiteren, einfachen und schnell durchzuführenden Handlung kombiniert. Und zwar wird diese immer vor dem Kratzen eingeschoben, auch wenn einem das zu Beginn vielleicht unsinnig vorkommt. Ihr verbindet die unbedingte, unwillkürliche Reaktion des Kratzens mit einer weiteren, bedingten Reaktion, die ihr euch selber antrainiert. Dazu eignen sich kurze Handlungen, die man immer und überall ausführen kann. Zum Beispiel Ring, Uhr oder Armreif drehen, an die Brille fassen oder die Nase, was immer ihr euch gut merken könnt. Diese Handlung soll nicht verhindern, dass gekratzt wird, sondern ermöglichen, dass der Teufelskreis des schnellen, unbewussten Kratzens unterbrochen wird, indem sie einen Moment des Innehaltens bietet, die bevorstehende Handlung bewusst macht und ein kurzes Nachdenken ermöglicht. Dieser kurze Moment bietet die Möglichkeit der Kontrolle und einer Entscheidung über das Kratzen. Und wenn der Juckreiz nicht so stark ist oder der Willen gerade sehr stark ist, könnte man dieses Mal anders entscheiden, sagen, ich verschiebe das Kratzen vorerst. Und je öfter ihr das schafft, desto mehr Erfolgserlebnisse habt ihr. Desto stärker wird das Aufschiebeverhalten und desto mehr Kontrolle bekommt ihr nach und nach über den Juckreiz. Probiert's mal!